Post. Heute möchte ich mit euch ein Schneidbrett oder ein Schmierbrett bauen und das ganz, ganz einfach und ich würde sagen unter 5 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Für dieses Schneidbrett braucht ihr gar nicht viel Werkzeug. Wir brauchen eine Stichsäge, wie ich jetzt hier habe, und einen Akkuschrauber. Und das war es eigentlich schon. Und vielleicht einen Fosnerbohrer. Das alles zeige ich euch ja beim Laufe des Videos. Und natürlich, um das Schmierbrett oder Schneidbrett zu versiegeln, etwas Olivenöl verwende ich ganz gerne. Ich weiß nicht, was du übernimmst. Das Ganze ist ja umstritten, dass Olivenöl ranzig mit der Zeit wird. Ich habe in den vergangenen Jahren mein Schneidbrett gebaut aus Nussbaum. Das werde ich dir auch mal hier oben verlinken. Und dort habe ich auch Olivenöl verwendet. Ich habe das Ganze einmal eingerieben, einziehen lassen und es hält bis heute noch. Und es wurde kein bisschen ranzig. Deswegen werde ich jetzt auch wieder Olivenöl verwenden. So, fangen wir einfach mal an. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich unser Schneidbrett. Besteht aus einem Brett und ich will, ihr habt wahrscheinlich in letzter Zeit bei mir oder beispielsweise beim Küchenmakeover oder bei der Wandgestaltung, das Video werde ich mir hier oben verlinken, da habe ich mit Steffi zusammen eine Wand gestaltet und da haben wir tolle Eichenbretter genommen und Wandregale gebaut. Ganz, ganz einfach zum Nachbauen. Und dieses Projekt ist genauso. Also ich möchte auch wieder die gleichen Bretter verwenden. Ich habe jetzt hier noch ein Eichebrett. Und das hat eine Breite von etwa 22 cm und daraus werden wir vielleicht wären es auch doch nur zwei, muss ich mal schauen, weil ich sehe hier gerade ganz, ganz viele Äste und die werde ich versuchen rauszuschneiden, weil ich möchte jetzt keinen Ast haben, da können sich Lebensmittelreste platzieren, die kriegt man nicht mal richtig weg und dann entstehen Bakterien und was weiß ich, nachher holt man sich noch eine Lebensmittelvergiftung ein, deswegen werde ich die rausschneiden. Ich habe jetzt mir einen Bleistift genommen und habe mir einfach mal hier willkürlich so Linien angezeichnet und hieraus bauen wir auch ein schönes Brett und die schneiden wir, wir machen doch drei und die schneiden wir jetzt einfach mit der Stichsäge ab. Ihr könnt natürlich auch eine Bandsäge nehmen, wenn ihr das Ganze habt. So, ich habe jetzt mal den groben Zuschnitt mit der Stichsäge gemacht und damit haben wir eigentlich auch einen schönen sauren Schnitt, aber ich möchte das Ganze jetzt nochmal hier an einer Feinschnittbandsäge zusägen und zwar habe ich jetzt insgesamt 4 Bretter und wir machen jetzt mal 2-3 lange und 2-3 kleinere, die werde ich dann am Ende einfach verschenken. Also jetzt nicht an euch, sondern an meinen Freundeskreis oder Bekanntenkreis. Und wir wollen nachher noch ein Griffloch hier reinbohren. Und deswegen können wir mit dem Bleistift so schöne Linien machen oder so Rundungen, sodass es so aussieht, als ob das Ganze so sein soll. Beispielsweise hier haben wir einen Ast, den werden wir jetzt hier wegschneiden. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast die gröbste Arbeit hinter uns gebracht. Wir haben natürlich jetzt hier nochmal die Rinde. Die nehmen wir jetzt mit einem Stecheisen und danach heißt es schleifen, schleifen, schleifen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seid ihr komplett durchgeschwitzt wie ich jetzt hier. Bei 26 Grad. Ihr müsst das nicht komplett runternehmen. Wir nehmen jetzt den Rest mit einem Bandschleifer runter. Ihr könnt natürlich jetzt auch mit einem Handschleifgerät arbeiten, beziehungsweise mit der Hand das Ganze schleifen. Ich nehme aber jetzt hier einen Bandschleifer und ich wurde jetzt, oder ihr kennt den bestimmt schon, den habe ich jetzt glaube ich schon 5 Jahre oder so und das ist nochmal der erste, wurde noch nie repariert. Kann ich wirklich empfehlen. Ich kriege nämlich ganz, ganz oft von euch verhäuft irgendwie Anfragen rein, kann ich dieses und dieses Werkzeug empfehlen. Und das ist ein Werkzeug, findest du übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Einfach unter dem Video gucken, da findest du das Werkzeug verlinkt, sowieso auch vielleicht andere Materialien hier, die du hier siehst im Video. Und mit diesem Bandschleifer schleifen wir jetzt die Kanten schön glatt. Haben wir alle soweit fertig geschliffen. Jetzt geht es ans Bohren. Zum Bohren nehme ich hier meine Tischbohrmaschine. Ihr müsst keine Tischbohrmaschine haben. Ihr könnt natürlich auch da auch einen ganz normalen Akkuschrauber nehmen und die Löcher setzen. Aber wenn ihr sowas habt, würde ich es natürlich auch verwenden. So, und jetzt bohren wir einfach ein Griffloch.
Und umso größer das Ganze ist, umso schöner sieht das, denke ich, aus. Und hier müssen wir mal gucken, ob das nicht alles durchplumpst, ne? Ich habe jetzt hier unterschiedliche Bretter hier gemacht, aber ich denke, ich werde jetzt überall ein, was ist denn das hier? Ein 50er Bohrer oder eine Bohrung setzen, denn den verwende ich ganz selten und der muss auch mal verwendet werden. Übrigens ist das hier der Bohrmax, falls du noch qualitativ hochwertige Forsterbohrer suchst oder was zum Verschenken oder jetzt, Weihnachten steht ja auch jetzt an demnächst, was heißt demnächst? Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Set, was du deinem Mann oder Freund oder auch Freundin schenken kannst. Da wirst du lange was davon haben. So, und jetzt fangen wir an zu bohren. Und das meinte ich vorhin hier. Ich habe hier eine kleine Rundung ausgesägt, weil hier ein Ast war. Und hier diese Fläche hier kann man wunderbar als Griffloch nutzen. So, und die Auflagepunkte von so einem Brett, ich habe jetzt mir so ein Stück Restholz genommen, es gibt eine linke und eine rechte Seite vom Holz, sprich dementsprechend biegt sich das Holz. Ich habe jetzt hier bei diesen Schneidbrettern nicht wirklich darauf geachtet, ich habe halt geguckt, dass oben auf der Schneidfläche keine Äste oder Risse sind. Aber damit, oder das Brett wird ja mit der Zeit ein bisschen arbeiten und damit das Ganze nicht kippelt, damit wir eine feste Auflagefläche haben, habe ich mir hier so kleine, Gummifüße besorgt. Und zwar, die findet ihr im Baumarkt. Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Sorten. Einmal so flache. Die muss ich mit einer 15 mm Größe bohren, also ein Durchmesser. Und die hier mit einem 10 mm. Und das habe ich hier schon mal getan zum Testen. Die werden einfach dann reingesteckt, sitzen dann fest. Das Ganze machen wir dann auf allen vier Eckpunkten. Das ist ein bisschen zu groß. Na, gibt es hier unterschiedliche? Ja. Hier, das ist ein falscher. So, und dann haben wir eine richtig sichere Auflagefläche und das ganze Brett kann auch nicht wegrutschen. Und im Anschluss ölen wir das Ganze jetzt noch fix ein. Ich habe natürlich die Gumminupsis jetzt noch nicht reingedrückt, das werden wir erst danach machen. Beim Ölen geht ihr genauso vor, wie wenn ihr das Ganze feucht abwischen wollt. Ein bisschen Öl drauf. Und das Ganze dann schön einreiben. Bei Bedarf könnt ihr das Ganze auch noch mal wiederholen, ein, zwei Mal, je nachdem, wie viel das Holz an Öl zieht. Und dann lasst ihr das Ganze trocknen ein, zwei Tage und dann könnt ihr loslegen mit dem Kochen oder Schneiden. So, ich will mal gucken, ob die Chefin uns das Ganze abnimmt. Na, Mrs., bist du zufrieden mit den schönen Schneidbrettern? Ich habe dir noch mal zwei mitgebracht. Das ist ganz schön. Bisschen zu schmal irgendwie. Wie? Ja, hier, guck mal, der Platz ist schon ausgenutzt. Aber die Grifflöcher sind doch toll, ne? Ich finde sie ein bisschen riesig. Wir hatten so riesige Hände. Und da fallen die ganzen Krümel durch und der Abfall. Ich sehe es. Aber hier das kannst schon. Du wunderschön aufhängen. Aber so riesig? Ja. Ich hätte es gerne ein bisschen graziler irgendwie. Okay. Ich, ich gehe nochmal in die Werkstatt und mache neue, ja? Echt? Auf den kleinen Brettern wollt ihr schneiden? Brauch ich doch keine neuen bauen? Doch. Nein, okay. Die kleinen sind okay. Ich tue es mal, ne? Ciao. Jetzt nehme ich mir danke. Und ich will sie selbst schneiden. Nee, nicht so mini. Wer soll denn das essen? Elli. Elli ist wie Mama. Elli. Elli, guck mal so. Hier, und zur Seite legst, es schneidet sich das immer besser, ne? So, da der Müll. Kannst du so ein großes Stück schneiden, also das da oben wegschneiden, dass ich so ein großes Stück schneide?